Was gedacht, der Rechner wäre abgeschmiert? What? I must have dozed off for a moment. Let's go. What are you? Having doubts, das? Professor? If you're thinking about backing out, you need to tell us now. Not a chance. Let's get this over with. Eigentlich sehr passend, dass mein Gesicht, weil scheinbar sprechen nur, ist links nur mein Bild. Also wenn ich spreche, kommt das nur links. Dass mein Gesicht da drüber liegt. Igor, please. And yes, it will. You two take care of your part and I'll take care of mine. All right? Try to keep a low profile. Last thing we want is a firefight. A fire? What are you getting us into, Igor? It is necessary. It's something that needs to be done. I don't like riddles, Professor. Ich glaub, you're the boss. Das ist, glaube ich, die Szene aus der Demo. I do, unfortunately. Ja, das ist die Demo-Szene von 2019 aus der Demo, die ich gespielt habe. Ich kann jetzt immer nur davon reden, was ich damals gespielt habe, ne? Und es kam definitiv zu einem Feuergefecht. Misha, we can't. We have to fall back. The pressure's dropping. Downstairs, now. Go, go, go! This is no time for bird watching, Igor. Let's go. Through the fence, into the sewers. Sewers? Oh, and down into the underworld we go. It's nothing but a hole in the ground, Anton. Oh, does anyone else feel itchy? So, how bad is the radiation around here these days? It's been a long time, right? Do yourself a favor and don't think about that right now. Let's focus on doing the job and getting out of here in one piece. Igor, if the shit hits the fan, get yourself out of sight until we take care of it, okay? Don't be a Giroi. Don't panic, Olivier. No Giroi's here. Only some desperate people walking into the heart of darkness. No talking. Go. After you, Igor. Ladies and eggheads first. Funny guy, eh? Shit, Igor, get down. Get to the sewer entrance. We're right behind you. Auf dem Kompass am oberen Bildschirmrand. Deine Ziele, wichtige Charaktere und zufällige Ereignisse sind darauf markiert. Wirf einen Blick drauf. Wenn du dich verlaufen hast und ich weiß, was als nächstes getan, wo du hingehen sollst. Stay in the shadows. So. Also ich weiß, wo wir hin müssen und ich kenne noch ungefähr den Weg. Mit den Shadows wird etwas schwieriger. Sieht bombastisch aus, das Game. Ich muss euch sagen, ich habe nur 76 Frames, ne? Wenn ich jetzt hier so reingucke. Hat einfach mal. Ich habe ein Messer. Okay. So, und in der Gamescom bin ich da hinten lang gelatscht, weil das offensichtlich im Schatten war und bin dann nicht mehr über das eine Heizungsrohr gekommen und war stuck dahinter und da hinten müssten, glaube ich, welche kampieren, wenn das noch so ist wie vor 2 Jahren. Da bin ich hier rüber gejumpt und hinten lang gegangen und aus Sicherheit machen wir das diesmal nicht. Nachher komme ich dann nämlich nicht weiter, dann habe ich den Hut off. Weil dann fange ich, glaube ich, da vorne an, wo ich gerade auch angefangen habe, als ich aus dem Auto gestiegen bin. Da vorne stehen schon 2. Müssen wir uns überlegen, wie wir da vorbeikommen. Become invisible.
inside the lab? Yeah, for a bit. See anything interesting? Nah. Interesting is above my pay grade. Now pass that bottle, Sergey. Krass, der mich jetzt schon zum Teil gesehen, ne? Mein Favorit wäre jetzt hier rüber. Ich glaube, da kann ich nicht lang. Hier gibt es ja kein Vaulting, ne? Bin mir nicht sicher, ob es hier Vaulting gibt oder ich darf da halt nicht lang. Hallo? Der offensichtliche. Oh shit. Das war mehr als knapp. Ich wusste nicht, dass der hier schon in die Richtung marschiert. Ich bin damals wirklich hier lang marschiert. Also offensichtlich gibt es kein Vaulting. Also, oh doch, gibt es scheinbar doch. Total unauffällig. Kann ich hier schnell speichern? Tatsächlich. Ein 4 Minuten alter Spielstand wurde gespeichert. Also reiben Sie unter die Nase, wie weit du schon bist. Ich würde es jetzt einfach mal versuchen. Vielleicht haben sie es ja nachgepatcht, man weiß es nicht. Sah jetzt nicht so aus, als ob man hier offensichtlich einfach rüberkommt. Nee. Haben sie wirklich gesoft-closed oder gehard-closed, besser gesagt. Ich war gar nicht durch. Muss ich jetzt wirklich hier lang gehen? Soll ich das machen? Ah, ich kann einfach unter den Zug. Okay. Okay. Wollte eigentlich mein noch ein Tschernobyl-Leitprofil laden, damit ich mir auf den Tasten, auf den Maustasten nach rechts und links lehnen kann. Kann die Typen theoretisch auch umlegen, aber man soll es ja vermeiden und das wollen wir natürlich auch. Deswegen machen wir diesen Move hier. Damals habe ich nämlich das Game gebrickt. Ich bin hier irgendwie an der Seite vorbeigeschlichen und dann ging es hier in der Sequenz nicht weiter. You sure this is the right entrance? I used to work here, remember? Yeah, I'm sure. Igor, take a rad reading, will you?
Luftpressurflaschen ausgerüstet. 3.6. Not great. Not terrible. Chin up. We're safe for another hour or so. All right? None of you are safe. Yes, sir, Captain Olivier, sir. Mit was für ein Schwung die da runterspringen, ey, das sind easy 3 Meter? Mit Anlauf, ey. Ich kann mich erinnern, dass ich damals hier schon die Taschen voll gelootet habe, wie so ein Messi. Das wird natürlich diesmal nicht anders laufen, Leute. Ihr wisst Bescheid. I don't have time for getting into details right now, but yes, all it needs is more Chernobylite. Chernobylite, right. The most radioactive compound on Earth. That's what you called it. The man knows what he's doing, Anton. Stay focused, complete the mission. We'll all be laughing about this over a beer before you know it. Oh ja. Loot, 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 loot. Das gab es übrigens damals noch nicht. Mit der Umgebung scannen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was sie an Process gemacht haben und hier an Sachen reingebracht haben. Noch zusätzlich, ich habe es ja seit 2 Jahren nicht gespielt. Aber bei solchen Spielen lohnt es sich meistens außerhalb der normalen Routen zu laufen. Things are bad. The numbers are too high. We have to get out of here. We can't leave him behind, dear God. Let me out of here! Let me out! Alexander Borisovich, someone has to open the valves manually. Someone has to go inside. Das ist krass, dass wir mal hier gearbeitet haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in der Katastrophe hier gearbeitet haben, weil dann wären wir bestimmt schon verreckt. Aber woher haben wir dann diese Erinnerung? Kommt da nicht mit? Oh, 2 hostiles up ahead. Quiet. Anton, left one's yours. I'll take the other one, Olivier. Oh, look at Bright Boy over here. Okay, it's your show. But if you get us killed, I'm gonna be pissed. Der andere, einer ist links. Soll der mich jetzt hier nicht sehen? Das sah schon gekonnt aus. Da kann man jetzt nichts sagen. Ich weiß noch nicht genau, was es da unten mit dem Rädchen auf sich hat. Aber ich vermute mal ganz stark, warum hat er mir eigentlich nichts gegeben? Ich vermute mal ganz stark, das ist sowas wie ein... entweder ein Inventar, was mir anzeigt, was in meinem Inventar jetzt noch so ist, was ich gesammelt habe oder was hier in der Nähe ist. It's been a while. What was that, Ego?
All right, Igor, you're the star. Ready to execute the plan? I'm accessing the terminal. If the AZ-5 button is still working... Wo leuchtet denn das jetzt hier so grün? Kann ich das mitnehmen? Ah. Schön russisch. Logisch. So, ich musste damals ja auch was drücken. Igor, don't! Tatiana? What are you stalling for, Igor? Time is critical here. Mir egal, was sie von mir denken. Sie sollen nicht denken, dass ich verrückt geworden bin. Ich kann nicht zulassen, dass mein Plan gefährdet wird. I'm not stalling, goddammit. The system's not responding to the prompt. If I make a mistake, sieh we dich could mal cause bitte another aus. Meltdown. You never said anything about that before. Okay, what now? We have to find another way to access the reactor room. By we, you mean me and Anton, right? Come on, partner. This is what they pay us the small bucks for. The reactor room, now! In der Demo konnte man, glaube ich, auch nicht diesen Knopf drücken, generell. Und hier übrigens nicht bei einem deiner ASMR-Streams kreist und. Schöne. We had a plan, whoa. Igor. Why didn't you just press the damn button? You don't have long. Run. What about the radiation? Anton, please, you're stressing me out. Was na Ka? Ich kann Can sie nicht you aufnehmen. Whatever it is you're doing. Even colder than I remember. You've seen one of these before, haven't you? A much smaller fragment, but enough for my initial studies. Are you going to tell me how this fancy gun of yours works? It creates a kind of shortcut through time and space. It's called a wormhole. It forms a tunnel with two mouths. It needs an exotic energy source to keep it open. Exotic energy? That's the Chernobylite? Exactly. And where does this shortcut lead? It leads wherever it needs to. Let's leave it at that for now, all right? What? My fiance. She disappeared here during the disaster 30 years ago. Yeah, can we talk about her later? Grab the crystals and let's go. Schwarzer Stalker, ne? Olivier? Where the hell did you go? Olivier! Übelst geiler Sound hier mit dem Scanner.